Begrüße ich zuallererst die Mitglieder des TFV-Vorstands. Da ist der Christopher Krasmuck mit dabei vom Jugendausschuss als Vorsitzender. Das ist der Hartmut Gerlach als Vorsitzender des Öffentlichkeitsausschusses und der Wolfgang Bartusch als Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses. Herzlich willkommen. Ich freue mich besonders über das sehr bunte und sehr interessante Teilnehmerfeld. Ich habe heute noch mal die Teilnehmerliste angeschaut. Wir sind offiziell auch ausgebucht. Also wir haben offiziell mehr Anmeldungen, als wir Zugänge für diese Videokonferenzplattform haben. Aktuell sind wir bei 80, also ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und das Teilnehmerfeld setzt sich zusammen aus vielen Stützpunkttrainern, was mich sehr freut. Ich habe viele Namen gelesen von Teilnehmern der letztjährigen B-Lizenzausbildung. Und die größte Gruppe, das sind unsere Nachwuchstrainer aus Thüringen. Also ganz, ganz viele Trainer, Trainerinnen hier dabei, die im Nachwuchs tätig sind. Nichtsdestotrotz auch mehrere Namen, die im Seniorenbereich arbeiten, teilweise Männermannschaften in der Oberliga und auch Verbandsliga. Der Trainerstammtisch heute setzt sich aus 4 Personen zusammen. Das ist der, oder das sind die beiden Landestrainer, Norman Lohse und Marc Reinhardt. Das bin ich als Leistungssportkoordinator des Thüringer Fußballverbandes. Und das freut mich besonders, das ist unser externer Gast heute, der Andreas Patz, der Trainer der Männermannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Andreas, der hat trotz seiner ja jungen Jahre für einen Trainer und schon eine sehr spannende Vita hinter sich, was Station betrifft. Er hat hier angefangen in Thüringen an den DFB-Stützpunkten als DFB Stützpunkttrainer, ist dann zum FC Rot-Weiß Erfurt, war da an der U19, U21 jeweils Co-Trainer und ist dann dem Ruf nach Ungarn gefolgt als Chefanalyst der Nationalmannschaft, damals mit Bernd Storck und Andreas Möller. Und ist dann von dort nach Belgien gewechselt, auch als Co-Trainer in die erste Liga. Bei den Mannschaften Mouscron, wahrscheinlich Andreas, du wirst es mir nachsehen, habe ich es falsch ausgesprochen, und Brücke, und dann hat ihn irgendwann der Weg auch wieder zurückgeführt nach Thüringen, erst zur U19 des FC Carl Zeiss Jena und seit Oktober jetzt auch Trainer der Männermannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Und bevor wir vielleicht inhaltlich einsteigen, Andreas, mal die Frage an dich. Du bist jetzt seit knapp 2 Monaten Trainer des FC Carl Zeiss Jena hier im Männerbereich. Wie fällt denn so dein erstes Kurzfazit aus? Andreas, also entweder ist es so anstrengend oder so kritisch das Jetzt Fazit, bin ich dass sich wieder das Mikrofon stehen lässt. Ah ja, Jetzt müsste ich sehr drin. gut. Andreas, jetzt Platz. So. Christian, hörst du mich? Ja, Andreas, du bist gut zu hören. Wir hatten gerade die Frage gestellt und hatten schon Angst, dass das Fazit vielleicht zu negativ ausfällt, weswegen das Mikro ausbleibt. Die Frage war, wie soll denn dein erstes Kurzfazit ausfällt der ersten 2 Monate Trainer deiner Mannschaft FC Carl Zeiss Jena? Ja, okay, dann erstmal Entschuldigung für die technischen Probleme und herzliches Willkommen und ein Hallo in die Runde. Ich freue mich natürlich heute hier dabei sein zu dürfen, euch vielleicht die eine oder andere Frage beantworten zu dürfen, den einen oder anderen Einblick geben zu dürfen. Ja, das erste Fazit, sehr positiv, muss ich sagen. Sehr turbulente Zeiten, es war ja alles sehr, sehr spontan, der Trainerwechsel, auch für mich persönlich aus der U19 raus und ja, eine sehr spannende Zeit. Auch in der aktuellen Situation mit Corona, was dann nochmal das ein oder andere Problemchen mehr aufwirft. Aber nichtsdestotrotz, eine sehr spannende, intensive Zeit. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben gute Bedingungen in Jena, viel vor mit der Mannschaft. Und ja, ich freue mich einfach Teil davon zu sein. Und ja, es macht einfach mega viel Spaß. Hey, super, vielen Dank für den kurzen Einblick. Und ich spiele jetzt gleich mal den Ball dem Marc zu, weil was wir immer merken, wenn wir jetzt mal ins Thema einsteigen, Spielform, sowohl in der Trainerausbildung als auch bei euren Fragen im Vorfeld, die teilweise sogar ganz konkret fahren, was sind denn eigentlich Übungsformen und was sind denn Spielformen? Wo ist denn da der Unterschied? Und Marc, ich würde dich mal bitten, da vielleicht mal als Einstieg einen kurzen Überblick zu geben. Mache ich sehr gerne. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich habe mal oder wir haben mal eine kleine Übersicht erstellt, um einfach mal das Thema Übungsformen und Spielformen ein bisschen gegenüberzustellen und quasi die Unterschiede darzulegen. Dafür teile ich mal kurz meinen Bildschirm. Christian, wenn es jetzt nicht ist, aber müsstet eigentlich die Folie sehen. Ja, sehr gut. Okay. Also im Endeffekt geht es nochmal darum, einfach einen kurzen Überblick zu geben, was sind Übungsformen, was sind Spielformen. Ja?
Übungsformen kennzeichnen sich meistens immer durch Start-Stopp-Situationen, wobei Spielformen immer eher eine Endlosschleife haben und immer eine Spielfortsetzung gewährleistet ist. Und es geht meistens immer um Spannungsbögen. Das heißt, es geht um Punkte, es geht um Tore etc. Da in dem Teil kann man noch ein bisschen unterscheiden, mehr ins Detail gehen. Und zwar, es gibt dann reine Übungsformen, wettkampfgemäße Übungsformen, spielnahe Übungsformen. Genauso sieht das dann aus bei den Spielformen. Und der Unterschied oder der Hauptunterschied ist einfach, dass bei einer reinen Übungsform es keine Gegner gibt. Sprich, da reden wir hier über eine relativ einfache Passschleife, einen Passrundlauf, wie man das halt so kennt, im reinen Techniktraining. Es gibt genau eine Lösung. Bei einer wettkampfgemäßen Übungsformen ist es dann wieder, da ist der Gegner schon mit einbezogen. Es gibt aber keine festen Positionen und dadurch ergeben sich quasi mehrere Lösungen, die der Spieler quasi ja, hat, die er umsetzen kann. Und bei den spielnahen Übungsformen ist dann wieder auch wieder der Gegner wieder dabei. Und es sind aber dann schon realistische Übungsformen oder realistische Spielfeldausschnitte zu wählen und einfach realistische Lösungen werden da quasi gefordert. Bei den Spielformen ist es ähnlich, es gibt dann reine Spielform, da gibt es keine Spielrichtung, da gibt es keine Positionen. Das ist so das Bekannteste, so wenn man vor dem Training mal Action spielt oder andere Rondo-Spielformen, die eher so auf den Ballbesitz der Fokus legt. Dann gibt es die wettkampfgemäßen Spielformen. Da geht es dann auch wieder schon in eine Spielrichtung. Das heißt, ich habe irgendwo Tore oder Ziele oder Zonen. Ja. Auch hier gibt es noch keine festen Positionen. Und dann am Ende in einer großen spielnahen Spielform reden wir hier dann um ein 11 gegen 11 oder 9 gegen 9, wie auch immer, welches Team, welcher Altersbereich, wo dann aber die festen Positionen einfach gegeben sind und das quasi sehr sich ganz nah am wirklichen Spiel orientiert. Das war jetzt quasi so mein kurzer Überblick. Was es heißt, einfach Übungsform und Spielform, dass wir quasi einfach alle wissen, über was wir da reden, dass es dann auch im Wording einfach für alle relativ klar ist. So, ich würde jetzt mein Bildschirm wieder beenden. Genau. Und dann würde ich an Christian erstmal wieder übergeben. Perfekt. Vielen Dank, Marc. Und wir nutzen dann mal so viel auch der trockenen Theorie und steigen jetzt, bock dich gleich mal ein Teilnehmer hat eine spannende Frage gestellt. Spannend deswegen, weil wir auch beim Vorbesprechen schon gemerkt haben, beim drüber reden, da könnten wir jetzt 5 Stunden drüber reden. Nur über diese eine Frage. Und wir wollen natürlich heute schon den ganzen großen Blumenstrauß bedienen, den ihr uns an Fragen habt zukommen lassen. Deswegen mal so als Einstieg. Es war der Impuls oder die Frage, ist es denn möglich, dass wir alles über Spielform erlernen. Und da musste ich mich zurückerinnern an einen Ausbilder, den ich hatte als Teilnehmer beim Fußballlehrer bei der A-Lizenz, der immer gesagt hat, ich glaube, wir zaubern viel zu viel. Du kannst jeden Inhalt ganz einfach im 6 gegen 6 darstellen. Du musst ein bisschen provozieren, ein bisschen die Regeln verändern, aber es ist möglich, in der Spielform im 6 gegen 6 jeden Inhalt zu bedienen. Ich spiele jetzt mal den Ball, Norman, dir einfach mal zu. Wie ist denn deine Meinung dazu? Alles über Spielform erlernen und ist es in der Tat so, dass man im 6 gegen 6 wirklich alles trainieren kann? Vielen Dank. Schönen guten Abend auch von mir in die Runde. Ja, also grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Spielformen. Ich bin ein großer Freund davon, auch sämtliche Themen und Problemfelder und Geschichten, die man erlernen will und erlernen kann, in Spielformen zu zeigen und natürlich auch rüberzubringen. Allerdings bin ich persönlich der Meinung, dass speziell wenn wir von Dingen reden im Nachwuchsbereich, im Bereich von Bambinis, E-Junioren, F-Junioren, da bin ich persönlich der Meinung, dass Übungsformen definitiv dazugehören sollten. Einfach weil ich glaube und weil ich überzeugt davon bin, dass man in Übungsformen reine Techniken einfach viel besser und schneller erlernen kann, als das in Spielformen der Fall ist. Ja, und sie so eben auch besser verfestigen kann, was dann natürlich im Anschluss in den Spielformen auch geht, ganz klar, und was dann auch gemacht werden soll, alleine weil es dann den Spaß bringt und so weiter. Aber ich bin davon überzeugt, dass in Übungsformen man reine Technik, Übungen zum Beispiel oder auch Passformen
Schlagtechniken und so weiter und so fort in Übungsformen einfach schneller und besser erlernt letztendlich. Ja. Okay, ein Statement, was ich dann nachher gerne mal aufnehmen würde, wobei mich vorher noch mal so ein Stück weit Praxiseinblick beim Andreas interessiert. Die Frage, die ich jetzt schon mal in den Raum werfe, und wir lassen die mal so ein bisschen sacken und beantworten die dann mal im zweiten Schritt: Übungsform gegen Spielform. Vor- und Nachteile, und ist es ein Gegeneinander oder gibt es nicht vielleicht sogar Verbindung? Andreas, bring uns mal ein bisschen, hol uns mal ab und nimm uns mal mit in den Trainingsalltag, Regionalliga, Männer. Welche Bedeutung haben Spielformen bei euch? Gar keine, ausschließlich nur Taktik. Wie, in welchem Maß setzt du das ein? Bei mir tatsächlich wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Unsere Woche ist eigentlich fast immer gleich, natürlich abhängig ein bisschen vom Spieltag und auch abhängig natürlich ein Stück weit jetzt englische Wochen, die dann mit eingestreut werden. Aber ansonsten haben wir Montag bis einschließlich Donnerstag wirklich viel Inhalte in individualgruppentaktischen und vielen kleinen Spielformen. Versucht das wirklich so spielnah wie möglich zu gestalten, auch in vielen Zonen, in vielen Abschnitten, aber trotzdem alles spielerisch. Ja, ich gebe auch den Normen ein Stück weit recht. Es gibt auch Sachen, die man mal isoliert machen muss. Das ist aber bei mir ein geringer Anteil. Natürlich bewegen wir uns jetzt bei einer Regionalliga-Mannschaft auf einem anderen Niveau als vielleicht jetzt bei einer Bambini-Mannschaft, das ist auch klar. Aber trotzdem versuche ich so gering wie möglich zu halten, teilweise dann auch spielerisch solche Sachen zu lösen, einen Warm-up-Teil mit reinzubringen. Generell ist, sage ich mal, der Montag bis Mittwoch, natürlich mit den Krafteinheiten, Athletikeinheiten, die da dazukommen, die zähle ich jetzt mal nicht mit rein. Montag bis Mittwoch in kleineren Formen. Und Donnerstag wird es dann eher etwas größer, aber selbst da noch nicht im vollen Spielfeld. Und dann ja mit Provokationen, wo das Spielfeld abgeschnitten ist, wo das Spielfeld kleiner ist, in der Breite, in der Länge. Zwar dann auch schon im 11 gegen 11, aber nicht volle Spielfeldbreite, sondern da versuche ich einfach Dinge zu provozieren, Sachen zu erzeugen, die natürlich dann ein Stück weit auch auf den Gegner oder unser Spiel abzielen sollen. Okay, vielen Dank. Wir sehen bei beiden, bei Norman und bei Andreas, und es geht mir genauso, diese hohe Wertschätzung und hohe Bedeutung der Spielform, und trotzdem umtreibt uns immer das Gefühl, ja, aber ohne Übungsform geht es dann trotzdem nicht. Marc, wie ist denn deine Erfahrung? Ich meine, du bist jetzt hier als Landestrainer, trainierst du eigentlich von U12 bis U19 alles, also ziemlich alle Altersklassen. Und aus deiner Zeit in Bayreuth, da warst du ja im Leistungszentrum im Nachwuchs, du warst im Männerbereich tätig. Wie siehst denn du diese Diskussion Übungsform, Spielform? Ja, nur Spielform ist natürlich grenzwertig. Es gibt natürlich einige Aspekte, die man da einfach beachten muss, auch im Hinblick der Belastungsstörung. Ich kann in einem Training, wenn das 90 Minuten geht, nicht nur 90 Minuten Spielform machen. Klar kann man Pausen machen, aber da kann man auch mal quasi als aktive Erholung auch mal technische Sachen in Übungsform absolvieren. Oder gerade, wie es jetzt auch Andreas gesagt hat, solche technischen Sachen kann man ja auch sehr gut in eine Erwärmung mit reinbringen. Ich hatte mal einen Cheftrainer, als ich Co-Trainer war in der Regionalliga, der hat immer gesagt, so, das Passspiel ist die Seele des Spiels. Der hat quasi, gab es in jedem Training, gab es Passformen. Kann man machen, gehört dazu, keine Frage. Aber ich glaube, Spielformen sind dann einfach schon einfach spielnah. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal dazu, Richtung Blick Spielkompetenzmodell. Und machen einfach auch mehr Spaß. Ja, im Endeffekt, egal ob jetzt in der Jugend- oder im Männerbereich, Leistungsbereich, Amateurbereich, egal, der Wettkampf soll ja auch ein bisschen im Vordergrund stehen, und den brauche ich einfach. Und da ist natürlich dann die Spielform eignet sich natürlich besser. Klar kann man auch Übungsformen in Wettkämpfe verpacken, Stichwort Staffelspiele, keine Frage. Dann aber, das verfälscht dann das eigentliche Ziel vielleicht etwas. Interessant ist auch, dass man, weil auch Andreas gesagt hat, kleine Spielform am Anfang der Woche, kleine Spielform, also reine Spielform, die jetzt quasi keine Tore haben, also ohne Torhüter, ohne Tore, wirklich nur auf Ballbesitz gehen, sind von der Intensität viel höher als jetzt mit Tore, und das kann ich dann quasi auch in Richtung quasi einfach auch dann Konditionierung sehr gut einsetzen. Spielformen ist noch so ein Stichwort, deswegen auch dann lieber viele kleine Spielformen, auch im Männerbereich, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5, verschiedene Feldergrößen wählen, Längen, Breiten etc.
Auch da habe ich alles eigentlich mit dabei und brauche nicht unbedingt ausschließlich Übungsformen. Aber ich bin auch ein bisschen bei Normen, die gehören natürlich auch ein bisschen mit dazu. Okay, klare Statements von euch dreien. Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, das ganze Thema kleine Spielformen. Es geht schon sehr in die Inhalte rein. Ich baue diesen Spannungsbogen mal auf. Wir werden das vertiefen, weil das waren auch konkret Fragen der Teilnehmer im Vorfeld. In die Wünsche nach Inhalten, die Wünsche nach Provokationsregeln. Wo gibt es Grenzen, wo gibt es Risiken, was sind aber auch Chancen von Provokationsregeln? Und dass man ja auch bei kleinen Spielformen viele Fehler machen kann. Das haben wir ja auch, das sehen wir auch in der täglichen Trainingspraxis, deswegen werden wir das nochmal ein bisschen schieben. Wir werden gleich zu den Inhalten kommen. Ich möchte mal dieses Thema weiter beleuchten, Übungsform, Spielform. Wir haben es am Anfang so ein bisschen den Begriff geklärt, das hat der Marc für uns gemacht und wir haben jetzt mal so ein Statement gehört, Spielform klar, hohe Bedeutung unbedingt in all seinen Facetten, aber ganz ohne Übungsform kommen wir auch nicht aus. Ich glaube, also ja, das ist unsere Meinung. Der Trainingsalltag ist mein Gefühl. Ihr grätscht bitte rein, wenn ihr eine andere Erfahrung habt oder einen anderen Blickwinkel. Wenn ich oft über die Trainingsplätze gucke, sei es in der Sichtung oder weil ich selber trainiere und parallel andere Mannschaften trainieren, sehe ich halt sehr viel Training in Übungsform. Also ich sage auch nicht, wir müssen alles in Spielform trainieren. Meine Erfahrung, mein Gefühl ist nur, dass wir zu lange in Übungsschleifen drinne bleiben, bis wir in die Spielform reingehen. Also das Verhältnis ist für mich sehr übungslastig und sehr wenig spiellastig. Ich höre dann ganz oft die Argumente, naja, aber wenn sie das Passspiel, du hast es ja als Seele des Spiels angesprochen, ich finde das eine tolle Metapher, wenn das Passspiel noch nicht gut ist, dann kann ich sie noch nicht ins Spiel loslassen. Sie müssen nur erstmal das Passspiel lernen. Und das sehe ich halt ein bisschen anders, weil ich bringe mal das Beispiel mit dem Fahrradfahren. Du wartest ja auch nicht, bis das Kind perfekt Fahrrad fahren kann, bevor du es aufs Fahrrad setzt. Und du setzt es drauf und es muss sich irgendwie freischwimmen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann man auch mit Spielform auch machen. Dass es alles Vor- und Nachteile hat, auch Übungsform und Spielform, bin ich bei euch. Und ich hatte heute, und da würde ich jetzt vielleicht meinen kleinen Monolog dazu auch abschließen, nochmal ein längeres und sehr interessantes Telefonat mit dem Damir Dugancic. Damir ist der Leiter des Talentförderprogramms in Deutschland und habe ihn auch nochmal zu diesen konkreten gefragt. Übungsform, Spielform, Bedeutung, Spielform, auch für Stützpunkttraining, für die Entwicklung von Nachwuchsspielern. Und der hat ganz klar gesagt, es geht nicht darum, entweder oder. Es geht nicht darum, entweder Spielform oder Übungsform, sondern wie kann ich es in dem Idealfall möglichst gut miteinander verbinden? Und wie finde ich eine gute Balance? Und ein Thema ist für mich, dass wir den Mut haben, mehr spielen zu lassen. Wir sollten uns nachher mal über Inhalte unterhalten. Ja, was sind denn besonders gute Spielformen? Wo kann ich vielleicht Fehler machen? Worauf sollte ich achten? Aber er hat der Damir, einen besonders guten Satz gesagt, und ich habe ihn noch extra nochmal aufgeschrieben: möglichst komplex trainieren, aber nicht zu kompliziert. Wenn man das vielleicht mal ein bisschen sacken lässt, was heißt denn das? Möglichst komplex, dann sind wir schon bei der Spielform. Sind wir bei der Spielform? Vielleicht sogar beim freien, weil das freie Spiel fordert alles ab. Fordert komplex alle Fähigkeiten, Fertigkeiten ab. Ja? Aber nicht zu kompliziert, weil wie die Trainingspraxis sieht in meinen Augen häufig wie folgt aus: Wir versuchen eine Passform zu kreieren, die irgendwie möglichst nah am Wettkampf ist. Mache ich übrigens genauso. Es geht immer um die Dosis, ja, die das Gift macht. Und dann überlegen wir uns, ja, es ist noch Wettkampf näher, vielleicht noch ein Hütchen und noch ein Kommando und noch eine komplexe Form. Und irgendwann wird es zu kompliziert, weil wir versuchen, die Übungsform möglichst nah irgendwie an den Wettkampf zu führen und das Spiel möglichst nah zu kopieren. Lass doch spielen. Ja. Gebe euch recht, nur Spiel geht nicht. Ja, nur Spiel geht nicht, aus Belastungsgründen und so weiter. Aber mein Impuls, meine Idee wäre, nach den 75 Minuten, wenn die Trainer hier rausgehen, sensibilisiert zu werden, wieder mehr in Spielform zu trainieren. Aber Ich ich rede gerne glaube, mal da rein, kriege ich mal mit Entschuldigung. rein. Ja. Kriege ich mal mit rein. Ich glaube, dass man vielleicht manchmal als Trainer auch dann zu kompliziert denkt und sagt, ich muss doch jetzt das noch mit einbringen, das muss ich einbringen, das habe ich doch irgendwo gelesen, das habe ich mir irgendwo abgeschaut. Oder das ist jetzt meine Idee und das freie Spielen geht dann vielleicht ein bisschen unter, weil das quasi nicht mein Anspruch genügt. Ja, aber klar, in dem freien Spiel kann ich jetzt als Trainer auch viel einfordern. Aber ich glaube, Andreas, wenn du im Training nur frei spielen würdest, ja, und würdest am Wochenende verlieren, dann sagt bestimmt irgendjemand, entweder irgendjemand von der Tribüne oder vielleicht sogar aus dem Verein und sagt, die spielen ja auch nur im Training. Das kann natürlich auch passieren, aber ich glaube, das ist dann eher die Qualität des Trainers gefragt, auch dann in freien Spielformen mit wenig Provokationsregeln, mit wenig zusätzlichen Handhaben, dann einfach als Trainer von außen so einzuwirken,
dass ich trotzdem da eine hohe Qualität drin habe. Oder Andreas, siehst du das anders? Ja, natürlich, klar, aber es ist natürlich immer schwer dann zu sagen, was von außen reinkommt und da auch ein bisschen ja, fremd geworden, weil ich denke, man sollte seinen eigenen Weg wählen, damit auch glücklich sein und sag mal, wenn man untergeht, dann auf seine Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bayerisch, also es muss einen guten Mix machen, der Anteil muss es einfach sein. Ich denke, in der Spielform, egal, erstmal jetzt mit Provokation, ohne Provokation, egal wie sie ist, eigentlich, nicht eigentlich, es ist alles enthalten. Ja, und ich habe auch wirklich alles drinne. Und dann natürlich, klar, muss ich gucken, wo bewege ich mich, in welchen Altersbereich, in welchen Leistungsbereich, wie lasse ich spielen, von der Belastung her, von der Anzahl der Spieler her, Feldgröße und so weiter und so fort. Aber in der Spielform ist meines Erachtens einfach alles drinne. Ja. Und dann ist es aus meiner Sicht, und da bin ich auch bei Christian, einfach der Mix, ja, wie ich etwas mache, wie ich etwas rüberbringen möchte, dann halt abhängig, wie eben schon gesagt, wo bewege ich mich jetzt gerade, ja. Okay, ich greife den Ball mal auf den Christian? Ball. Ich wollte mal. Norman? Ganz kurz, also versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Verfechter von Übungsform oder irgendwas. Mir geht es wirklich darum, eben zu sehen, in welchen Altersbereichen trainiere ich. Und da bin ich bei Andreas. Logischerweise kann ich mit einer Profimannschaft oder mit einer Männermannschaft, muss ich bei weitem nicht mehr so viele Übungsformen einbauen ins Training, wie ich das meiner Meinung nach mit eben Bambinis oder E- oder F-Junioren machen müsste, theoretisch. Ich habe auch gerade mal im Chat gelesen, sicherlich fühlen sich Trainer mit Übungsformen vielleicht sicherer und ist es einfacher, ja. Trotz allem behaupte ich eben auch, wenn ich gerade im Kinderbereich oder im Jugendbereich individualtaktische Themen trainieren will, ist das in Spielformen sehr kompliziert, meiner Meinung nach, weil wenn ich dann eben den Spieler individuell beispielsweise, weiß ich nicht, individualtaktisches Abwehrverhalten im 1 gegen 1 oder wie auch immer, muss ich ja ständig unterbrechen und dementsprechend unterspreche ich auch ständig die Spielform und nehme dadurch eben auch den Fluss raus und so weiter und so fort. Das kann ich meiner Meinung nach eben in Übungsform wesentlich besser machen und kann das dann anschließend logischerweise dann in der Spielform mehr laufen lassen oder einfacher laufen lassen. Und das meine ich damit. Aber nochmal, ich bin grundsätzlich immer bei Spielform, überhaupt keine Frage. Okay, super. Wir merken, wir machen mal jetzt gedanklich einen kleinen Cut. Ich würde es mal vielleicht abschließen mit zwei, drei allgemeinen Anmerkungen, damit wir dann vielleicht dieses Thema Spielform an sich erstmal noch mehr betonen können, vor allem was die Inhalte und die Provokationsregeln betreffen, weil uns dazu auch viele Fragen erreicht haben. Und ich sehe auch hier im Chat einige Fragen, die genau in die Richtung gehen. Den Ball nehmen wir dann logischerweise gerne auf. Übungsform, Spielform, ihr merkt ja auch die, die jetzt hier zuhören, das ist eine spannende Diskussion, da gibt es auch kein falsch und richtig. Ja, wir haben ganz oft das Wort Mix gehört, Balance oder wie Paracelsus immer gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Das ist dann immer ein Erfahrenswert und da muss dann logischerweise auch nach Altersklasse differenziert und dosiert werden. Wenn wir darüber reden, über Vor- und Nachteile dieser beiden Aspekte, dann reden wir auch immer über diesen Vergleich Zeit versus Nachhaltigkeit. Es ist klar, dass ich in einer Übungsform oder wie es hier teilweise geschrieben wird, in Mustern trainiert wird, dann bin ich sehr schnell am Ziel. Also ich kann sehr schnell Inhalte vermitteln. Das ist der Vorteil von einer Übungsform. Ja? Der Nachteil ist, es ist halt nicht besonders nachhaltig, weil sobald sich eine Situation verändert, Gegnerdruck, Raumdruck, eine Passschärfe, ein anderes Hütchen, was auch immer, ist das eben nicht so stabil, als wenn ich das vielleicht über kleine Spielformen irgendwie aneigne. Dann brauche ich viel, viel länger, um das Ziel zu erreichen, aber es ist viel nachhaltiger. Ja. Und die Frage ist natürlich, gerade im Nachwuchs, gerade auch Trainer, die sich vielleicht über das Ergebnis definieren, über die Tabelle, die werden wahrscheinlich viel auch in Übungsformen trainieren, weil dann hat man ja sehr schnell den Erfolg für den Moment. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, halt im langfristigen Leistungsaufbau oder auch in der langfristigen Talentförderung, wenn wir dann über Nachwuchsarbeit reden. Es wäre ja auch spannend, wenn der Dami anspricht, eben nicht zu sagen, entweder Übungsform oder Spielform, sondern wie kann ich denn beides miteinander verbinden? Also, wenn wir mal eine reine Übungsform nehmen, so der klassische Torschuss, Antrieb und Torschuss,
Warum lasse ich nicht nach dem Torschuss dann ihn umdrehen und in eine 1-1-Situation, in eine 1-1-2-2-3-3-Spielform gehen, wo dann auch der Torschuss eine Rolle spielt? Ich übertreibe jetzt mal, ich mache mal ein fiktives Beispiel. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, dass wir sagen, wir nehmen eine isolierte Technik, eine isolierte Übungsform, kann auch eine Passform sein im Übrigen, und lasse dann daraus aber eine Spielform entstehen. Dass ich wende dann das, was ich in der isolierten Übungsform versuche, mir anzueignen, gleich in der Spielform mit an. Und ich glaube, da kommen wir dann in so eine richtige Richtung. Am Stützpunkt zum Beispiel, an den Stützpunkten wird ja dieses Modell SÜS, SÜS, Spielen, Üben, Spielen mit reingenommen. Das heißt, dort geht man auch weg von diesem alten Muster, wir machen jetzt eine Erwärmung und dann üben, 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 üben und ganz am Ende machen wir eine Spielform. Sondern je nachdem, was gerade Themenschwerpunkt ist, sie werden spielerisch abgeholt. Dann wird versucht, in einer Übungsform, zum Beispiel Passschleife, der jeweilige Schwerpunkt zu trainieren, isoliert zu trainieren, dann wieder Anwendung in der Spielform, dann wieder Übungsform, dann wieder Anwendung in der Spielform. Gut. Spielkompetenzmodell hat der Marc vorhin angesprochen. Spielkompetenzmodell geht ganz eng einher mit Übungsform und Spielform und das nehme ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen als Brücke zu den kleinen Spielformen. Spielkompetenzmodell, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass alle Aktionen, im Übrigen auch im Alltag, aber jetzt mal bezogen auf den Fußball, alle Aktionen im Fußballtraining, im Fußballspiel unterliegen den drei Komponenten wahrnehmen, entscheiden, umsetzen. Das heißt, du nimmst eine Situation wahr, ein Gegenspieler, wo er steht, ein Ball, der angerollt kommt, eine Spielfeldmarkierung. Du musst eine Entscheidung treffen, Ballannahme, Ballmitnahme, Direktpass, was auch immer. Und du musst es umsetzen. Das ist dann die Ausführung. Das ist das, was wir sehen. Den Pass zum Beispiel oder die Ballmitnahme oder das Dribbling. Und unser Eindruck, auch in den Gesprächen mit anderen Kollegen, ist halt, dass wir ganz oft ganz viel in diesem Umsetzungsbereich trainieren. Das sind wir bei Übungsform. Also immer die Technik, 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 Schleife, 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 Schleife. Wir vernachlässigen aber diese ersten beiden Punkte, Wahrnehmung, Entscheidung. Und ich habe bei einer isolierten Übungsform keine Wahrnehmung, keine Entscheidung. Ich passe mir immer zu. Ich schieße immer auf das Tor. Aber in der Spielform habe ich ständig neue Situationen, muss ständig neue wahrnehmen, ständig neu entscheiden. Und deswegen ist es in unseren Augen so wichtig, die Spielform wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und auch das Training immer wieder mit Spielform zu würzen. Und wir haben viel über kleine Spielformen gesprochen. Und als Einstieg vielleicht mal, Andreas, weil du es vorhin schon gesagt hast, viele Mannschaften, ich greife mal eine Aussage auf eines Trainers, der mir gesagt hat, also da war eine Frage, Mensch, ich glaube, wir haben inzwischen hier in Deutschland eine Hemmnis, einfach frei spielen zu lassen. Und da kommt ein anderer Trainer, der sagt, naja, was soll ich machen mit 20 Kindern? Dann spielen die 10 gegen 10. Im Übrigen, der fragt ja wenigstens noch, man sieht es ja auch oft in der Praxis, dass sie dann im Kinderbereich 20 Kinder, wir schmeißen einen Ball rein, 10 gegen 10. Ist doch eine Spielform. Du hast es in Belgien anders erlebt. Beschreib das bitte mal und dann würde ich das gerne mal so als Anspiel nehmen für den Themenblock Inhalte und kleine Spielformen. Ja, wir haben uns ja schon mal kurz darüber ausgetauscht und bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung in Belgien, auch mit einem kleinen Land, was sehr tolle Fußballer rausbringt. Und ich weiß jetzt auch mittlerweile, warum, ja, warum das so ist. Brügge waren ja die zwei Vereine an ein Trainingszentrum und war natürlich ja, jeden Tag wie eine Hospitation, die ich wahrnehmen durfte. Bin dann auch über die Plätze von den ganz kleinen bis zu den großen hoch und was mir einfach aufgefallen ist, gerade an den Wochenenden, es waren immer brutal viele Kinder da und ich habe mich gefragt, wie machen die das? Ja, auch bei den Kleinen, bei den 10-, 9- und 11-Jährigen. Und das war einfach erstaunlich. Die haben halt die 20 Kinder genommen, also jede Top-Mannschaft, sei es jetzt RSC Anderlecht, Genk, Standard Lüttich, mit 20 Kindern angereist. Und die haben halt die Kinder aufgeteilt in Fünfergruppen und haben die dann halt in den Fünfergruppen gegen Brügge spielen lassen. Ja, und das war für mich im ersten Moment, ja, machen die jetzt, ja. Aber die haben da draus einfach dann jedes Wochenende ein Turnier gemacht. Mit den 20 Kindern, mit den 20 Kindern, die im Kader waren, an dem Spieltag dann so bekleidet. Und das war von der Liga so vorgegeben, von den Vereinen noch so gewollt, dass halt A, keine Kinder verloren gehen, jeder genug Spielzeit bekommt. Und in den 5 gegen 5 Feldern, die sich von Eckfahne bis zur 16er, Mitte zwischen 5er und 16er und doppelter 16er gezogen haben mit kleinen Toren und auch Positionswechsel. Also es war wirklich alles dabei und das hat sich gezogen bis zur U11 und es war einfach erstaunlich. Und dann selbst ab der U11 bis U13 haben die halbes Feld gespielt, eingerückt und es war wieder ein 20er Kader und wieder wurden die Mannschaften geteilt, natürlich dann Leistungsstärken eingeteilt, auch körperlich Spätentwickler natürlich mit berücksichtigt.
Und die 10 Spieler waren auf der einen Hälfte und die 10 auf der anderen Hälfte. Und sie haben die gleiche Spielzeit bekommen, wie jeder andere auch. Und das ist einfach erstaunlich. Aber das ist für mich einfach der Schlüssel für so ein kleines Land, ja, die tolle Fußballer hervorbringen, mit den tollen Vereinen, wo tolle Nachwuchsspieler sind. Man verfolgt das oder ich verfolge es natürlich noch besonders intensiver. Und das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Keine großen Spielformen, es war alles in kleinen Spielformen, in unterschiedlichen Variationen. Und das ist einfach aus meiner Sicht das, was ich dort mitgenommen habe, der Schlüssel zum Erfolg, wie dort gearbeitet wird. Okay, das ist ein extrem spannender, wertvoller Einblick. Wir hatten ja beim ersten Trainerstammtisch genau das auch nochmal thematisiert, Wettspielbetrieb im Kinderfußball. Wir sehen in der Trainerausbildung im Übrigen, C- und B-Lizenz, machen die in Lehrproben im Übrigen häufig kleine Spielformen. Aber vielleicht nicht 8 von 10, aber 7 von 10 haben extrem große Probleme mit Spielfeldgrößen. Und das ist auch nicht ganz so einfach, weil das ja von Schwerpunkt, von Altersklasse immer ein bisschen differenziert. Marc, du hast mal eine Formel mitgebracht, die du dir vielleicht mal vorstellen kannst. Wir können ja mal darüber diskutieren. Es ging halt darum, quasi, was ist eine angemessene Spielfeldgröße? Und da gibt es so eine Faustformel, dass quasi jeder Spieler, das hat mal der Trainer Peter Hyballa, der momentan arbeitslos ist, hat das mal bei einem ITK vorgestellt. Und zwar jeder im Herrenbereich, jeder Spieler sollte 5 Meter in der Breite und 10 Meter in der Länge bearbeiten können. Das ist so mal als Richtwert zu betrachten. Das heißt, wenn man quasi 4 gegen 4 spielt, sind das quasi 4 mal 5 in die Breite, sind 20 und in der Länge 40 Meter. Dann habe ich ungefähr ein Spielfeld für ein 4 gegen 4. Was dann quasi diese Fläche stellt dann ganz gut den Ausschnitt auf, quasi wenn man es auf ein großes Spielfeld 11 gegen 11 projizieren würde. Meine Erfahrung ist, ich habe mich auch mal an dieser Formel ein bisschen ausprobiert. Es wirkt am Anfang relativ groß. Dann muss man ein bisschen unterscheiden, ob man vielleicht Tore dazu nimmt, ja oder nein. Aber man kann schon mal ein bisschen, hat einen Richtwert und kann dann individuell einfach anpassen. Ja, brauche ich ein bisschen länger, brauche ich ein bisschen breiter, wie ist gerade mein Schwerpunkt? Ja, will ich mehr vertikal spielen oder mache ich mehr auf Ballbesitz oder Ballsicherung? Mache ich es halt vielleicht ein bisschen breiter? Und kann dann so anpassen. Ja, im Jugendbereich ist es natürlich ein bisschen kleiner, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Faustformel, um einmal mal so ein Gefühl für den Raum zu kriegen. Und dann kann man da individuell immer noch anpassen und nachjustieren, wie man sich halt wohlfühlt oder was man auch für einen Schwerpunkt halt hat. Ja. Okay, perfekt. Ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Brücke erstmal mit so einer groben Größe. Und da muss man eh gucken, wie das die Altersklasse umsetzt und beobachten. Norman, wie sind deine Erfahrungen mit kleinen Spielformen? Oder holen Sie mal vielleicht in die Praxis ab. Gibt es denn kleine Spielformen, wo du sagst, die setzt du regelmäßig ein? Damit hast du extrem gute Erfahrungen gemacht. Also generell spiele ich sehr, sehr gerne im 4 gegen 4, im doppelten 16er. Das ist ja dann in etwa die Feldgröße auch. Je nach Schwerpunkt, Marc hat es angesprochen, ob ich horizontal oder vertikale spiele oder Pässe eben trainieren möchte, Ball halten trainieren möchte. Ich spiele auch sehr gerne 4 gegen 4 plus 4 oder 4 gegen 4 plus 2, indem ich dann neben das Tor noch zwei Spieler stelle, die dann eben diese vertikalen Pässe ja, fordern und eben auch zwingen oder erzwingen sollen. Das ist so eine Spielform, die ich als Spieler schon sehr, sehr gerne gemacht habe und die ich dann einfach übernommen habe, eben auch als Trainer, weil sie als Spieler mega viel Spaß macht. Man hat viele Abschlüsse, man hat extrem viele Zweikämpfe. Es macht einfach riesig Spaß. Ja, und je nach Saison, ob Saisonvorbereitung ist oder und dann eben während der Saison spielt oder trainiert, kann man die Spielfeldgröße anpassen. Ja, man kann in sämtlichen Spielformen dann eben logischerweise auch Kondition trainieren. Ich glaube, das war auch eine Frage im Vorfeld der Veranstaltung. Ich bin überzeugt davon, dass man in Spielformen sämtliche konditionellen Dinge trainieren kann, die man, weiß ich nicht, vor 20 Jahren noch im 45 Minuten Weitlauf, ja, weiß ich nicht, umgesetzt hat. Und dementsprechend, ja, aber wenn wir bei kleinen Spielformen sind, wie gesagt, 4 gegen 4, doppelter 16er, das ist so mein Favorit. Ich greife das mal Okay. auf Ja, Marc. im Chat. Die letzte Frage steht da quasi, dass
quasi Übungsformen mehr angeboten werden als Spielform, auch in der Literatur oder Netz. Ich glaube, als Trainer, man braucht gar nicht so viele Spielformen. Wir haben ja immer so ein kleines Repertoire an Spielformen, die man dann immer ein bisschen anpassen kann. Da reicht vielleicht eine Handvoll Spielformen, die ich halt brauche, im Petto, Anzahl der Spieler etc. und mit Torhüter oder ohne Torhüter. Und dann kann ich eigentlich alles umsetzen. Also da vielleicht mal die Hemmnis ein bisschen abbauen, weil ich einfach immer, ich brauche jetzt in jedem Training immer eine neue Spielform, neue Spielform. Der Andreas hat es vor am Anfang gesagt, dass die Trainingswochen immer relativ ähnlich aussehen im Leistungsbereich. Das ist so, ist auch gut so. Aber ich glaube, da muss man sich nicht als Trainer immer jede Woche, jede Einheit Gedanken machen, ey, was mache ich heute für eine Spielform, mache ich heute für eine Spielform, sondern eine Handvoll im Köcher haben, reicht dann meistens schon aus. Ich würde mal ganz kurz reingrätschen. Bin voll bei euch. Zum einen nochmal die Spielfeldgröße, ein gutes Richtmaß, was du gesagt hast. Nichtsdestotrotz, und da nehme ich mich auch mit inbegriffen, man darf sich einfach nicht zu fein sein, auch mal ein Spielfeld zu verkleinern oder zu vergrößern. Ja, und das ist bei mir auch so der Fall. Mal ist der Tag einfach nicht so, wo es nicht so läuft und dann sollte man sich auch nicht zu fein sein, mal das Hütchen zu nehmen und mal 2 Meter größer zu machen oder 2 Meter kleiner zu machen. Das mache ich auch. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und zum anderen auch, was Norm gesagt hat, 4 gegen 4. Das ist bei uns absolutes Highlight immer am Dienstagnachmittag, Turnierform, 4 gegen 4. Ich variiere da auch immer ein bisschen von der Spielfeldgröße, mal etwas eingerückter, etwas schmaler ist, mal mit Anspielern, ohne Anspielern. Aber das ist bei uns, und das war es auch schon in Belgien, das absolute Highlight, worauf sich die Jungs freuen, was einfach Bock macht und meines Erachtens einfach alles drinne ist. Ja, und natürlich, wenn wir dann später drauf kommen mit Provokationen und Inhalten, kann ich da natürlich viel mitmachen. Auch bei dir nochmal, Marc, es muss nicht so viel sein am Repertoire. Ja, ich kann die Spielform einfach verändern, einfach anpassen, umgestalten, je nach Schwerpunkt, was ich haben will. Aber bei mir steht einfach im Fokus Tore schießen. Und das macht den Jungs am meisten Bock. Tore schießen, Spielform, da ist alles drin mit Torwart. Also eine Spielform ohne Torwart oder nur auf Minitore macht halb so viel Spaß. Das ist auch klar. Deswegen nochmal als Hinweis an alle in der 4 gegen 4 Form, wie auch immer die aussieht, wo auf dem Feld, wie auf dem Feld, mit Torleuten, ist einfach zu bewältigen, macht den Fußballern immer Spaß. Es ist alles mit drinne. Und bei uns auch absolutes Highlight. Natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Bei uns geht es immer ein bisschen um was. Den Jungs immer was da. Es geht um Frühstück oder um Balldienst oder sonst irgendwas. Also von daher ist alles dabei. Und ich denke, das darf man nicht zu kompliziert gestalten, eine Spielform. Weil in der Spielform, wie Christian auch gesagt hat, ist schon viel Komplexes mit drinne. Das nehme ich mal auf, das ist ein super Zuspiel, was du machst, Andreas, weil dann kann man nämlich die Brücke gleich bauen zu den Provokationsregeln, ja, mit Blick auf die Uhr, dass wir uns da auch nochmal ein bisschen austoben können und fasse jetzt mal so zwei, drei auch Statements von euch zu diesen kleinen Spielen zusammen. Also, klasse Aussage von dir, und das geht mir genauso, nicht zu fein sein bei der Größe, was zu verändern. Also mir geht es genauso jetzt noch, dass ich regelmäßig dann eine Spielform laufen lasse und pff, ist viel zu klein oder viel zu groß, wir brauchen viel mehr Druck. Das ist überhaupt nicht schlimm und das ist auch gehört zum guten Coaching mit dazu. Du hast eine geile Sache gesagt. Ich war nämlich gestern, ich habe gestern extra nochmal mit zwei Spielerinnen mich über das Thema unterhalten, Spielform. Und zwar beide so 23, 24, waren beides Juniorinnen, Nationalspielerinnen, teilweise mit Länderspielen, teilweise mit Sichtungslehrgängen. Und haben jetzt auch regelmäßig Einsätze, erste und zweite Frauen-Bundesliga. Und die haben in ihrem Leben schon unfassbar viele Spielformen gemacht und auch wirklich viele Trainer und Trainerinnen gehabt. Und ich habe auch mal die Frage gestellt, na, was ist denn bei euch hängen geblieben? Was macht denn euch am meisten Spaß, wenn wir über Spielform reden? Welche triggert denn euch? Und unabhängig voneinander, Turnier. 4 gegen 4, Turnier. Das ist das Highlight. Und wir machen uns so oft Gedanken, wie kann ich es möglichst bunt machen und noch eine Veränderung und noch was kreativ Neues. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber Marc hat es vorhin angesprochen. Ich glaube auch, wir wissen zu viel. Auch die neuen Medien geben uns ja unfassbar viel Input. Wir wollen das alles anwenden. Wir wollen das alles rauslassen. Und vergessen manchmal die Basics. Freispiel, Turnier 4 gegen 4. Ich finde das so klasse. Und ein Trainer hat uns nämlich auch gefragt, na, wie kann ich denn in Spielform Schwächere unterstützen? Wie gelingt mir das?
Und ich habe auch mal mit mehreren Nachwuchstrainern gesprochen, weil das ist ja schon, da sind ja die Unterschiede in den Mannschaften noch viel, viel größer als bei uns. Und die gesagt haben, ey, diese kleinen Spielformen, du musst es schaffen, dass alle Spieler aktiv am Spiel teilnehmen und die realistische Chance auf Erfolgserlebnisse haben. Ja, und das hast du in diesen kleinen Spielformen. Weil wenn umso größere Spielformen werden, umso eher kannst du dich verstecken und gibst Verantwortung ab. Das erfahren wir vielleicht nicht mehr so stark im Leistungsbereich oder im Seniorenbereich, aber umso mehr du in den Breitensport gehst, umso tiefer du auch in die Mannschaften gehst von den Jahrgängen her. Genau. Wir sehen gerade hier nochmal einen Eintrag von Markus, genau dieses Champions League-Modell, diese Kaiserturniere. Du hast mehrere Spielfelder. Wenn du gewinnst, steigst du ein Feld auf. Wenn du verlierst, steigst du ein Feld ab. Unfassbar hohe Motivation, was wir regelmäßig machen. Ich hatte es vorhin, das hat Hoffenheim U19 letztens erst gemacht, wo du denkst, dass wir so auch trotzdem schon 24 Ich-AGs zum Übergang in die Männermannschaft so ein bisschen abgebrüht. Nee, nee, die wurden dann wieder wie Kinder. Die haben auch doppelter Strafraum. 5 gegen 5, 6 gegen 6, weiß ich gar nicht mehr gespielt. Und die haben nach jeder Spielform, nach allen 4 Minuten, haben die Mannschaften getauscht. Wieder neu gezogen. Und du hast für jeden Sieg, für jedes Tor hast du Punkte bekommen. Und am Ende gab es einen Sieger. Ja, und das hat eine unfassbar hohe Motivation ausgelöst. Okay. Provokationsregeln fiel jetzt schon mehrfach. Und ich würde mal den Ball ins Rollen bringen. Norman, ich spiele dir mal zu. Und zwar gab es eine Frage von einem Trainer. 14 bis 20 Spieler hat er dann scheinbar immer so im Training. Das ist so seine Größenordnung. Und er würde gern das Flügelspiel besonders trainieren, betonen, wie auch immer, hat er jetzt nicht näher formuliert, aber Schwerpunkt des Flügelspiels, Verbesserung des Flügelspiels, wie auch immer. Und das ist so eine Größenordnung 14 bis 20 Spieler. Gibt es aus deiner Erfahrung Spielformen, die das Thema besonders betonen? Wie gehst du damit um? Na, grundsätzlich glaube ich, kann man, egal wie groß die Spielfeldgröße ist, mit Zonen arbeiten, gerade wenn wir das Flügelspiel dann eben akzentuieren wollen. Flügelzonen, ganz klar. Man kann Torerzielung nach einem Pass von außen oder nach einer Flanke oder nachdem man eben diese Flügelzone gespielt hat, doppelt zählen beispielsweise. Das wäre jetzt so das, was mir pauschal einfallen würde. Aber da gibt es ja mit Sicherheit noch viel, viel mehr Möglichkeiten, um das eben ja, zu akzentuieren und eben das Flügelspiel dann auch attraktiver zu machen. Man kann mit Dribbelzonen dann eben arbeiten oder Zonen, die ich überdribbeln muss, bevor ich dann eben zum Abschluss komme. Davon bin ich jetzt kein so riesengroßer Freund. Also ich bin dann mehr so bei der Verdopplung der Tore oder wie auch immer oder Punkte geben. Aber da gibt's ja unendlich viele Möglichkeiten, das eben zu machen. Okay, Andreas, mal konkret an dich. Wenn das bei euch Thema ist, ich kenne jetzt euren Trainingsplan im Detail nicht, aber wenn ihr gerade mal dieses Thema etwas mehr betonen wollt, jetzt mal losgelöst von taktischen Übungsformen mit Start-Stopp, gibt es Spielformen, die ihr regelmäßig anwendet, um das etwas mehr zu forcieren? Greife ich auch wieder die 4 gegen 4 Form auf. Natürlich ändert sich das dann ein bisschen von der Anzahl der Spieler her. Auch mal ein 6 gegen 6 und Schlauch wird etwas länger. Aber dann auch, wie Norm schon gesagt hat, mit Flügelzonen. Und dann ist halt die Torerzielung nur nach Flügelzone. Und da auch mal so ein Unterschied, was möchte ich haben? Möchte ich jetzt eine Eingabe haben, also einen Flachpass? Möchte ich eine Flanke haben? Und das sind ja viele Themen, die ich dann wieder mit einbringen kann. Ja, die Boxbesetzung, die Boxverteidigung. Tore erzielen nur nach einer Eingabe von außen. Oder was ich auch mache, ich schneide ein Stückchen ab vom Feld und sage dann, okay, wenn wir jetzt natürlich einen Flügelspieler in Szene setzen wollen, der jetzt reindribbeln soll, der praktisch den Ball nach außen gespielt bekommt und kann dann reindribbeln, hat natürlich den Dribbelvorteil dann, wenn er da angespielt wird, der andere Spieler muss rausgehen. Also da bin ich auch wieder bei der 4 gegen 4 Form. Natürlich Anzahl dann immer variabel, je nachdem, wenn ich jetzt 14 habe oder 20, wie der Kollege gesagt hat, einfach auch vergrößern. Aber ich halte das dann auch relativ einfach und dann auch wieder am Spielgeschehen einfach, ja, wo ich mich langhangel. Ansonsten natürlich, klar, gibt es ein paar taktische Sachen, die jetzt irgendwo auch mit reinkommen sollen dann. Wenn ich sage, okay, wir wollen jetzt gegen den Gegner oder das Flügelspiel halt forcieren oder verbessern, wo es erstmal ein paar Grundabläufe geht. Aber wenn es dann um solche Sachen geht, einfach am Spiel dran ist, dann halte ich das relativ einfach mit solchen Sachen. Okay.
Ich bringe mal einen Impuls von mir mit rein und dann würde ich gerne mal Marc dazu holen, wenn es allgemein so um Steuerungstools geht. Was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, um Schwerpunkte etwas mehr zu forcieren? Das sind so die klassischen Modelle, die ihr vorgestellt habt. Die wende ich auch regelmäßig an und die sehen wir auch in der Trainerausbildung sehr häufig, wenn genau das als Lehrprobenthema, Übungslehrprobe, gezogen wird. Und man kommt da auf jeden Fall auch sehr gut in sein Thema rein. Das hat dann immer Vor- und Nachteile, hängt auch mal ein bisschen von der Qualität der Spieler ab und so weiter. Aber du kommst dann gut rein und das bedient dann schon das Thema absolut und wird auch regelmäßig gemacht. Ich habe vor 3, 4 Jahren meinen anderen Impuls gehört und habe den auch mal angewandt und war total überrascht, wie gut das klappt. Nicht überrascht, ich war begeistert, das trifft es, glaube ich, besser. Begeistert, wie gut das klappt. Und zwar ging es auch, Thema Verbesserung des Flügelspiels. Und Mannschaften, wenn sie jetzt 14 sind, spiele ich 7 gegen 7. Und wenn es 18 sind, kann ich auch im 9 gegen 9 das Ganze machen. Und der Ausbilder hat gesagt, setz doch mal in die Mitte deines Spielfelds ein Dribbeltor. 5 Meter breit ungefähr, ein Dribbeltor. Und haben alle gesagt, wieso, aus dem hast du doch Flügelspiel. Warum soll ich die belohnen, wenn sie durchs Zentrum durchdribbeln? Das wäre ja an meinem Thema vorbei. Was passiert denn aber dann, weil die andere Mannschaft, die jetzt verteidigt, die wird Folgendes machen. Die wird das Zentrum erstmal zumachen. Der wird auf keinen Fall durch das Tor durchdribbeln. Und was passiert? Der Flügel wird frei. Also du schaffst mit so einer Provokationsregel, schaffst du eine Voraussetzung, um vielleicht in ein Thema reinzukommen. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Wir merken, ähnlich wie bei Übungsform, Spielform, ich glaube, hier gibt es kein Falsch und kein Richtig. Es gibt verschiedene Ansätze und alle haben seine Vor- und Nachteile. Aber vielleicht sollten wir auch mal hier in der Diskussion, und da versuche ich gerade ein bisschen, den Blickwinkel erweitern, dass es mit diesen Steuerungstools, Tore, Zonen und so weiter, ganz viele Möglichkeiten gibt, in dein Thema reinzukommen. Und dann schließt sich der Kreis zu dem, was Marc vorhin gesagt hat und auch, glaube ich, da Markus bestätigt hat im Chat. Ich brauche gar nicht ein Buch mit 50 verschiedenen Spielformen, sondern diese wenigen und die dann einfach akzentuieren mit seinen Facetten. Der langen Rede kurzer Sinn, und dann, Marc, bist du auch dran, der langen Rede kurzer Sinn, ich mache das jetzt regelmäßig, weil ein Tor ins Feld aufgebaut, bist du ganz schnell dabei, das ist schnell gemacht, da muss ich nichts groß ändern, das Spielfeld bleibt trotzdem wettkampfnah, alles gleich und du hast so viele Schwerpunkte. Das heißt, du schaffst den Flügel frei, du kannst im Angriffsverhalten das Flügelspiel trainieren. Die abwehrende Mannschaft wird nach dem Ballverlust oder im Defensivverhalten sofort das Zentrum schließen, weil da ja das Tor ist. Also auch etwas, was ich möchte in meiner Spielidee. Zentrum zu. Und so weiter und so weiter. Mit einer ganz einfachen Provokationsregel. Marc, du kannst vielleicht mal das Thema ein bisschen allgemeiner, mal losgelöst nur vom Flügelspiel, ein bisschen allgemeiner beleuchten und mal verschiedene Steuerungstools und deren Wirkung vielleicht vorstellen. Es gibt natürlich als Trainer so einen Kasten, ja, den ich einfach Hand zu Hand haben muss und dann quasi einsetzen kann. Und klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, über Regeln, über Provokationsregeln, die dann quasi einfach einen gewissen Schwerpunkt akzentuieren und quasi herausstellen, wie es jetzt Chris ja angedeutet hat, mit der, was passiert denn, wenn ich wirklich im Zentrum in Dribbelzone mache oder ein Dribbeltor? Wie verhält sich dann wahrscheinlich die abwehrende Mannschaft und was macht das für die andere Mannschaft? Anders kann man auch machen, um das Flügelspiel im Aufbau vielleicht zu simulieren. Schneidet halt im Zentrum, im Spielfeld aus und drängt dadurch alles nach außen. Dann habe ich dann außen natürlich mehr Druck und muss da halt Lösungen finden. Aber das ist eine, da die Regeln kann ich aufstellen. Dann habe ich Räume, Zonen, Ziele, die ich als Provokationsregel machen kann. Ich kann die Spieleranzahl variieren. Ja, spiele ich in Unterzahl, spiele ich in Überzahl, habe ich neutrale Spieler, habe ich Anspieler, Wandspieler, wie auch immer. Um das dann einfach auch Schwerpunkte mit herauszustellen. Ich habe die Zeit ist auch ein Thema, weil ich glaube, im Vorfeld kam auch eine Frage, wie man vielleicht auch ein bisschen so den Druck simulieren kann, und vielleicht auch ein bisschen mentalen Druck auf die Spieler auszuüben. Ich kann ja zum Beispiel eine Mannschaft im Abschlussspiel vielleicht mit 2 Punkten, 2 Toren Vorsprung oder Rückstand starten lassen und da einfach vielleicht ein bisschen Druck draufzusetzen, oder über die Zeit das auch zu steuern. Ihr habt jetzt so und so viel Zeit, so und so viele Tore zu erzielen, ja, und das dann mit Belohnungen arbeiten. Das sind die Steuerungsmittel, die ich als Trainer halt habe. Ja. Spielfeldgröße war klar, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, aber das sind so die Basics dann. Räume, Zonen, Ziele, Zeit, Gegner, Spieler. Genau. Okay, wunderbar. Und dann, das wird jetzt den Rahmen sprengen, das werden wir euch aber zuarbeiten in einem Handout. Welche Wirkung dann die einzelnen Sachen haben, das ergibt sich dann. Ist klar, wenn ich das Spielfeld immer breiter mache, geht es dann vielleicht eher ins Flügelspiel, Spielverlagerung, mache ich das Spielfeld immer schmaler und eher tief,
habe ich vielleicht eher das Spiel in die Spitze, spiele durchs Zentrum und Steil-Klatsch-Kombination und mache das Spielfeld immer enger, erhöhe ich dann Raumzeit, Gegnerdruck. Das muss man dann immer ein Stück weit anpassen. Du hast einen Punkt angesprochen, Marc, den greife ich gerne mal auf, weil das auch eine konkrete Frage war. Und können wir mal an Andreas vielleicht weitergeben. Und zwar, gibt es denn Spielformen oder Provokationsregeln in Spielformen, die den mentalen Druck oder falsch, die das Wettspiel, euer Punktspiel, so simulieren, dass der mentale Druck in dieser Spielform im Training genauso ist wie im Punktspiel? Oder geht das gar nicht? Also ich denke nicht, dass das 1:1 zu kopieren geht. Man kann es ein Stück weit mit einbringen, aber nicht 1:1 kopieren. Und da hat der Marc auch schon das ein oder andere erwähnt, mit den Provokationen, jetzt sagen wir mal, das erste Tor zählt dreifach, wenn ich merke, okay, meine Jungs sind halt in der ersten Viertelstunde immer anfällig oder kriegen ein frühes Gegentor, dass ich da einfach so Sachen reinbringe oder einen Vorsprung zu verteidigen, obwohl ich da auch sagen muss, da sind die Jungs dann schon sehr eklig, ja, und auch sehr, ja, auf eine Art und Weise, wo sie sagen, ey, das ist unfair, Trainer, ja, wir müssen jetzt 2 Tore aufholen oder so. Also das ist dann schon richtig Reibung und Diskussionsbedarf. Und da provoziert man natürlich einiges, aber es wird nie 1:1 jetzt mit dem Wettkampf irgendwie auf dem Trainingsgelände der mentale Druck einfach wiedergespiegelt, weil Stadion, Zuschauer und so weiter, das ist einfach nicht möglich. Aber man kann schon das ein oder andere mit den Provokationen, ja, Tor dreifach, Rückstand aufholen, Zeitdruck und so, kann man schon einiges machen. Die Jungs da auch ein Stück weit mal überfordern und auch in eine Situation reinbringen, wo man natürlich auch mal als Trainer einen Reiz setzt, ja, und auch mal die Jungs ein Stückchen kitzelt. Das ist klar. Das machen wir auch. Aber die Jungs sind einfach, sag ich, aktuell in so einer, ja, ich sag mal, auch in der Liga jetzt, wo wir uns befinden, in so einem Flow drin, sagen, ey, wir wollen einfach aufsteigen, ja, wir wollen was erreichen. Die machen sich selber genug Druck und dann gilt es einfach, das zu dosieren und damit auch gut umzugehen. Okay, das ist ein klares Statement. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt mal mit Blick auf die Uhr, weil ich würde dann nach 20 Uhr gerne nochmal so die Runde abschließen mit so positiven und Negativbeispielen von Spielformen. Und wir haben ja noch einen Block, der so in meinen Augen in Richtung geht, Saisonvorbereitung, Konditionierung. Der Norbert hat es vorhin schon mal so ein bisschen getriggert. Deswegen zum Thema Provokationsregeln haben wir jetzt einiges gehört. Wir würden die Steuerungstools euch mal ein bisschen mit zuarbeiten, auch mit Wirkungsmechanismen, die damit einhergehen. Nichtsdestotrotz probiert euch da selber aus. Ja, macht die Erfahrung selber, wie ich es gemacht habe mit diesem Tor in der Mitte. Das war für mich ganz was ganz Banales, bis 15 Jahre Trainer und dann siehst du so eine banale Möglichkeit, mit einer Provokationsregel das Spiel zu verändern oder deinen Schwerpunkt anders zu erreichen. Das fand ich ganz interessant. Ich setze mal in Achtung, ein Ausrufezeichen, weil das war auch eine Frage eines Teilnehmers. Wann wird es denn eigentlich zu viel? Gibt es denn zu viel Wenn-Dann-Regeln? Für mich ein ganz klares Ja. Und das merken wir in der Trainerausbildung im Guten immer wieder. Wir haben es, glaube ich, wenn ich Andreas angucke, Norman, Marc oder mich, auch alle selber schon falsch gemacht. Im Guten, du hast 15 Ideen im Kopf, wie du ein Ziel erreichen willst und gibst dann 5, 6 Provokationsregeln rein. Was passiert? Du überfrachtest die Spieler, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wenn es dann nicht läuft und du versuchst, wie kann es denn jetzt noch verändern? Das machst du in die 7., 8. Regel rein. Du wirst Opfer deiner eigenen Organisation, deiner eigenen Provokationsregeln. Deswegen KISS, keep it smart and simple, macht es ganz einfach. Eine Provokationsregel. Habt gerne auch mehrere noch im Hinterkopf. Und wenn es dann immer noch nicht läuft und ihr in euer Thema nicht reinkommt, dann kann man überlegen, ob man vielleicht mit einem weiteren Akzent versucht, das zu betonen. Aber ich nehme jetzt mal mich als Beispiel einfach. Ich hatte auch mal in der Lizenzstufe eine Übungslehrprobe, ging zum Spiel in die Spitze und ich hatte so 2 Zonen und die mussten aber in der einen Zone erst 5 Pässe spielen, bevor sie in die andere Zone rein durften. War eine leichte Überzahlsituation, bin mir gerade, ist auch egal. Das Problem war, nach dem 3. Pass war der Pass in die Spitze aber perfekt möglich. Aber ich habe es ja verboten, ich habe es im Vorfeld verboten, weil ich habe gesagt, 5 Pässe erst spielen, dann dürft ihr tief. Totaler Blödsinn. Das heißt, du kannst mit Provokationsregeln auch wirklich viel falsch machen. Einerseits zu viel, andererseits auch dein eigentliches Ziel verbieten oder zumindest nicht optimal erreichen. Deswegen ist das in der Tat ein sehr spannendes Thema, was eigentlich auch mehr Zeit bedarf als die 15, 20 Minuten, die wir gerade dem hier eingeräumt haben. Gut. Anmerkung dazu, man muss dann als Trainer, wenn man zu viele Regeln halt hat, dann passt man als Trainer vielleicht
zu sehr darauf auf, ist die Regel A jetzt, wurde die befolgt, ist die Regel B, wurden die Pässe, hat es gestimmt, und man konzentriert sich dann nur auf die Umsetzung der Regeln, aber ist dann gar nicht richtig dabei. Und dann auch die Spieler oder Spielerinnen wollen sich natürlich auch in einem Wettkampf messen und dann wird jetzt dann noch eine Regel, dann sagen die, ey Trainer, warum das? also das darf man auch nicht zu kompliziert machen und nicht übertreiben, ja, um sich auch selber vielleicht ein bisschen zu schützen. Super, super Anmerkung, Marc, genau. Wir erleben das auch in der Trainerausbildung immer ganz häufig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Übungsleiter bleiben. Also wir leiten die Übung, wir setzen die Regeln um. Sondern wir wollen ja Coach sein, wir wollen Trainer sein, wir wollen die Mannschaft coachen. Und ich glaube, wenn du zu sehr in deinen Regeln hängst, dann schaffst du es nicht noch gut zu coachen. Und das finde ich aber wichtig. Dann reden wir noch nicht mal über individuelles Coaching. Wäre das Spielen im Diamant eine gute Spielform gewesen? Klar, Markus, auf jeden Fall. Gibt es ja viele auch, glaube ich, meines Erachtens einen ganz guten Vortrag vom Tuchel oder Nagelsmann, ich glaube, Tuchel war es, der ganz bewusst das hinten ausschneidet, weil er diese Pässe quer nicht möchte und dann im Diamant spielen lässt, um dann die Bälle maximal diagonal nach vorne oder halt zentral spielen zu lassen. Okay, Cut. Letzter thematischer Schwerpunkt von uns. Wir bleiben bei Spielform und es gab eine gute Frage eines Teilnehmers, der so ein bisschen in Konditionierung wahrscheinlich auch abzielt. Kann man denn eine, wir biegen jetzt unsere Zielgerade ein, noch 15 Minuten, kann man denn eine Vorbereitung komplett in Übungs- und Spielform gestalten? Kann man eine Vorbereitung komplett in Übungs- und Spielform gestalten? Marc, du bist noch groß bei mir drinnen. Wie ist denn deine Meinung dazu? ja, kann man. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man dann sagt, okay, pass auf, die ersten 2 Wochen in der Vorbereitung gibt es keinen Ball. Das wollen A, die Spieler nicht und dann macht als Trainer ja auch wenig Spaß. Man kann schon über Spielformen und auch Übungsformen quasi die Belastung steuern. Man kann die Intensitäten erhöhen. Das habe ich vorhin mal kurz angedeutet, wenn man auch gerade kleine Spielformen hat. Das sind natürlich die Intensitäten bei kleinen Spielformen sind halt deutlich größer. Ja, also jetzt bei größeren Spielformen, auch bei mit Toren ist die Intensität nicht ganz so hoch und so kann man eigentlich das alles ganz gut steuern. Natürlich, wenn man jetzt rein bei einem Waldlauf kann man das machen, die Arbeiten mit Schwellenarbeiten, Grundlagenausdauer etc., die ganze, alles was es aus der Trainingswissenschaft so gibt, das macht die Sache ein bisschen objektivierbar, keine Frage, und vielleicht auch noch individuell besser steuerbar, weil man hat da größere Kontrolle vielleicht drin, wenn man gerade noch Hilfsmittel mit dazu nimmt. Und so in Spielform hat ja trotzdem der Spieler immer die Möglichkeiten, sich vielleicht auch ein bisschen zurückzunehmen. Bei kleineren Spielformen jetzt nicht so, aber größere Spielformen ist es ja nicht immer gewährleistet, dass der Spieler jetzt wirklich an seine Grenzen geht. Aber ich glaube, das sieht man dann schon als Trainer und das muss man gegebenenfalls auch einfordern. Aber ja, man kann die Vorbereitung mit Spielformen und Übungsformen, wenn man es Vorbereitung nennen will, einfach gestalten. Andreas, Leistungsbereich Männer, Regionalliga, jetzt warst du in der Vorbereitung natürlich noch U19 Trainer, aber ich denke, du bist relativ nah dran gewesen und hast da einen ganz guten Einblick. Ist das noch so, ausschließlich Läufe oder mehr Läufe als Spielform oder ist das überholt? Also ich denke schon, dass ein kleiner Wandel da ist und ich kann auch aus der Erfahrung jetzt sprechen aus Belgien. Die Tendenz geht schon in Richtung Spielformen, also so war es bei uns jedenfalls, vieles inhaltlich mit reinzubringen. Aber ich sage, es geht auch nicht ohne diese Läufe. Gerade auch im Profibereich gibt es den einen oder anderen, der sich da auch gerne mal ein Stück rausnimmt und auch mal irgendwo verstecken tut in der Spielform. Deswegen sage ich, gerade in dem Bereich geht es nicht ohne Sachen, wo man einfach den Spieler jetzt so bewerten kann, anhand eines Laufes, anhand einer Zeit, anhand, sage ich mal, Messwerten, Messdaten, die man dann erheben kann, gerade im Profibereich. Der kann man seit Belgien, meiner Zeit in Belgien, auch weiter so handhaben, eine Spielform, nennt sich einfach Netto-Spielform. Also es gibt keinen Ausball, es gibt keinen Abstoß, es gibt keinen Einwurf, es gibt keinen Anstoß, wirklich eine reine Netto-Spielzeit. Damit bin ich sehr, sehr gut gefahren, weil du wirklich die Jungs halt komplett belastest. Und sich da auch keiner rausnehmen kann. Natürlich ist es dann auch wieder abhängig von der Anzahl der Spieler. 20 Spieler im Blick zu behalten, das ist relativ schwer. Deswegen sieht das bei mir dann immer ein bisschen kleiner aus.
Aber trotzdem gibt es auch Läufe, die gehören dazu. Natürlich nicht mehr so oldschool-mäßig, sage ich jetzt mal, wie Marc gesagt hat, jetzt 45 Minuten im Wald oder 45 Minuten irgendwo auf der Tatanbahn. Da bin ich kein Freund davon. Aber es gehört ein Stück weit mit dazu. Okay, vielen Dank für den Einblick. Würde mich auch nochmal Normans Erfahrung interessieren. Norman, du hast ja nun als Spieler auch höherklassig gespielt. Wir hatten gerade das Thema Oldschool. Wie sah denn da eine Vorbereitung aus und wie setzt du es jetzt selber um, zumindest ja nicht als Trainer, aber zumindest ja in Kooperation auch mit Leistungszentren? Ich hatte das Glück oder Pech, wie auch immer, Trainer zu haben, die relativ oldschool waren. Also ich bin relativ viel im Wald umhergerannt und habe mir dadurch meine konditionellen Fähigkeiten erarbeiten dürfen, können, müssen, wie auch immer. Ich glaube aber auch, wie Andreas sagt, dass da mittlerweile ein großer Wandel eigentlich aus meiner Sicht schon vollzogen wurde. Als ich dann Co-Trainer war, beispielsweise hier unter Stefan Krämer bei Rot-Weiß in der dritten Liga, wir haben eigentlich gar keine Waldläufe mehr gemacht. Es gab sicherlich noch einen Laktattest oder sowas, um einfach mal Werte zu haben, ja. Aber wir haben dann relativ viel oder im Prinzip fast alles in der Vorbereitung über Spielformen abgedeckt, größtenteils ohne Tore. Also sprich eine Art Freilaufen Decken, diese Geschichten. Spielfeldgröße variiert, wir haben die Zeiten, also die Spielzeiten und so weiter variiert, logisch. Aber letztendlich mit demselben oder mit dem gleichen Ergebnis wie zu meiner Zeit früher die Waldläufe. Also die Spieler waren definitiv fit. Im Gegenteil, ich behaupte oder ich sage sogar, dass die Spieler fitter waren als wir früher. Einfach weil du spielnäher dran bist, weil du beim 90-Minuten-Fußballspiel ja keine 45 Minuten am Stück in einem Einheitstempo läufst, sondern weil du eben immer die Antritte hast. Du hast kurze Sprints, lange Sprints, je nachdem, wie groß man eben das Spielfeld macht. Und dementsprechend glaube und denke ich, dass man das alles eben, wie gesagt, in verschiedenen Spielformen abdecken kann. Ich bin auch bei Andreas, dass sicherlich hier und da mal ein Waldlauf oder ein Lauf an sich nicht schadet. Aber grundsätzlich denke ich, dass man da von diesen ganz stupiden Waldläufen, wie ich sie damals noch in Aue machen durfte, im Erzgebirge, dass man da mittlerweile von abgekommen ist und das ist auch gut so. Okay, ein sehr breites Feld, sehr spannender Einblick. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Also es gibt eine ganz einfache Übersicht, so Vergleich von Konditionierung von reinen Läufen, Waldläufe, Intervallläufe, was auch immer, und Spielform. Und die sagt erstmal, es ist möglich, über beides Kondition zu schulen. Kondition jetzt mal als Überbegriff, ihr wisst alle, dass da mehr mit dazugehört. Und der Vorteil, also beides hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Läufen ist, Punkt Nummer eins, du kannst es viel genauer, viel besser steuern. Das kam ja beim Norman, beim Andreas auch schon ganz klar raus. Ich glaube auch im Übrigen, dass das im absoluten Leistungsbereich, wo es um diese letzten 0,2, 0,5% geht, mit einer Entscheidung spielt, mit entscheidend doch ist. Und der zweite Vorteil, nicht zu vernachlässigen im Übrigen, von reinen isolierten Läufen im Vergleich zur Spielform, ist die Verletzungsanfälligkeit. Ja, also du hast dort kaum eine Verletzungsgefahr, während in der Spielform ja jeder Zweikampf irgendwo ein potenzielles Verletzungsrisiko ist. Der Vorteil von den Spielformen ist natürlich viel freudbetonter, viel motivierter. Ja, und du machst das, was du im Wettkampf machst, mit Sprint, mit Abstock, mit Richtungswechsel und so weiter. Und das sollte man beides zumindest beachten. Und ich glaube, man muss auch differenzieren zwischen Leistungsbereich, wo es um diese letzten 1, 2% geht. Oder um jetzt Ausbildung. Deswegen ist für mich zum Beispiel, das können wir vielleicht mal mitnehmen, Marc und Norman, als neues Thema für den nächsten Trainerstammtisch, ist für mich zum Beispiel die Aussage oder die Frage, Vorbereitung, muss es denn im Nachwuchs eine Vorbereitung geben, eine Vorbereitungsphase? Ist für mich ein ganz klares Nein. Wir reden über einen langfristigen Leistungsaufbau, der geht über mehrere Jahre, über mehrere Ausbildungsklassen bis hin dann irgendwann zum Seniorenbereich. Da kann ja wohl keine Phase von 4 Wochen vor einem ersten Spiel anders inhaltlich aussehen, schon konditionell, als eine normale Saison. Deswegen ist die Frage sowieso schwierig für mich zu verstehen mit Saisonvorbereitung im Nachwuchs. Im Leistungsbereich verstehe ich das. Und bevor ich mal den Punkt aufgreife von Markus mit
von Ninho und Belastung und Belastungsdauer, Belastungszeit. Ich hatte mal die Chance, 8 Wochen bei RB Leipzig mit reinzuschauen in die Vorbereitung. Ich durfte also komplett 8 Wochen mitmachen, konnte jede Einheit hospitieren, konnte mit jedem Trainer reden und das war im Jahr des Aufstiegs. Sie sind gerade aufgestiegen in die erste Liga und die Vorbereitung, es gab nicht einen isolierten Lauf. Es gab vielleicht mal im Rahmen der Erwärmung, eine athletische Erwärmung, aber das war immer im Rahmen der Erwärmung, um danach dann in die Spielform reinzugehen. Und es gab nicht einen, es gab im Übrigen, es hat dann im Nachgang auch Gespräche mit Trainern von damals ergeben, auch Spieler, die gesagt haben, Mensch, wir sind gar nicht fit, wir hatten noch nicht mal Muskelkater. Klar, die Frage ist immer, mit was für einer Erwartung, auch Erfahrung aus den letzten Jahren, geht denn so ein Spieler in eine Vorbereitung rein? Wenn ich Norman höre, wenn immer Läufe da waren, bis zum Auskotzen, dann sagt der Kopf einem ja auch, Erwartungshaltung, das brauche ich, um fit zu werden. Ja? Ich schließe mal den Kreis zu RB Leipzig. Was war das Ende vom Lied? Die wurden im ersten Jahr Zweiter in diesem Jahr, mit dieser Vorbereitung, ohne Läufe. Alles in Spielform. Ich werde mal gleich einen Einblick geben, wie die Spielform aussah. Alles in Spielform. Und die hatten bei allen objektiven Parametern, also Anzahl Sprints, Anzahl Läufe, Distanz und so weiter, mit Abstand die besten Werte. Und die haben größtenteils über Spielform versucht, Kondition zu schulen. Ja. Und Markus hat es geschrieben, vor allem im Amateurbereich, wo ich ja noch viel weniger Trainingszeit habe, da habe ich nicht 8-9 Einheiten die Woche. Es ist ja noch sinnvoller, gleich komplex zu trainieren. Und komplex heißt für mich immer in Spielform. Letzter Punkt von mir und dann nutzen wir die 5 Minuten nochmal, um über unsere Lieblingsspielform zu reden. Markus hat reingeschrieben in den Chat, klar, lass doch mal so einen Trainer mitspielen von Ninho, 3 gegen 3 oder 4 Tore. Wie schnell der man dann auch an Grenzen stößt, konditionell. Das hat nicht nur was zu tun mit dem eigenen Fitnesszustand. Ich sage das deswegen, weil wir in der Trainerausbildung ganz häufig erleben, dann lassen die Kollegen 4 gegen 4 spielen. Wir hatten das Thema, 4 gegen 4, 12 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Also sich auch Gedanken zu machen über die Belastungszeit und die kann nicht so hoch sein. Außer du willst sie mal an irgendeine Grenze führen, die sie noch nicht kennen. Die Mannschaften, gibt es ja inzwischen mehrere, die ganz viel Wert legen auf Ansprinten, auf Pressing, auf Gegenpressing. Die machen ihre Spielform, diese Pressing-Gegenpressing-Spielform, zum Beispiel Rondos oder kleine 4 gegen 4s, die machen die 30 Sekunden, 45 Sekunden, 60 Sekunden mit der ganz klaren Begründung, wenn wir wollen, dass wir den Ball im maximalen Tempo jagen können, schaffen wir das vielleicht 30, 45, mehr geht nicht. Also vielleicht nur mal 50 Sekunden. Aber es geht nicht 3 Minuten. Und wenn die Spielzeit aber 3 Minuten ist, passiert folgendes Phänomen. Entweder die sagen von Beginn an, oh, ich mache mal nicht volles Tempo, weil ich muss ja jetzt 3 Minuten durchhalten. Also genau das, was du nicht willst. Nur 80% des Tempos. Oder sie geben volles Tempo, aber nach 60 Sekunden schaffen sie nicht mehr. Und die letzten 2 Minuten werden dann eher noch so ein Hintraben hinquälen. Deswegen macht euch genau Gedanken über die Belastungszeit. Okay. Abschließend wollen wir das Ganze, wir haben jetzt sehr viel über Inhalte, über Provokationsregeln, über Konditionierung gesprochen, über Unterschiede, Übungsform, Spielform. Lasst uns mal losgelöst davon, ihr habt alle jahrelang Fußball gespielt und ihr seid alle seit mehreren Jahren Trainer. Was sind denn eine, vielleicht zwei, wenn ihr 3 habt, dann auch 3, eure Lieblingsspielformen, die ihr entweder selber am liebsten gemacht habt oder die ihr jetzt als Trainer am liebsten einsetzt, weil ihr sagt, die mache ich gerne, die mache ich regelmäßig. Das ist meine Lieblingsspielform, dafür stehe ich. Ich würde mal Andreas als unseren externen Gast gerne beginnen lassen und dann würden wir mal unsere Ideen mit einbringen. Sehr gut. Das ist schon vorhin erwähnt worden. Also mein absoluter Favorit ist das 4 gegen 4 in sämtlichen Variationen, mit sämtlichen Feldgrößen, Abschnitten und Sonstiges. Also das ist mein absolutes Highlight. Wie du ja auch gesagt hast, Christian, das ist einfach bei den Spielern, Spielerinnen einfach sehr, sehr angesehen und alles mit drinne aus meiner Sicht. Dann spiele ich sehr, sehr gerne auch ein 6 gegen 6, ein 7 gegen 7. Kennt mit Sicherheit auch jeder Tschechenrolle, aber halt nicht in doppelter 16er, sondern in einen anderen Feldbereich. Je nachdem auch wieder abhängig von der Spieleranzahl. Und ansonsten Rondos in sämtlichen Formen, aber mit Toren. Das aber teilweise auch mit großen Toren, ja, dann Spielrichtung mal vorgegeben, Spielrichtung mal nicht vorgegeben. Da variiere ich einfach, setze immer wieder neue Akzente. Und das sind so meine drei Favoriten, wo ich immer variieren kann, wo es immer wieder gilt, neue Provokationen reinzubringen, einfach auch auf meine Inhalte oder auch ein Stück weit abgezielt, wo wollen wir hin, was erwartet uns vielleicht auch ein Stück weit jetzt am Wochenende für den Gegner.
Aber das sind so meine drei Favoriten. Okay, klasse, klingt sehr spannend. Und mit Tschechien Rolle hast du bei Markus auch gleich einen Trigger gelöst. Der hat das ähnlich formuliert im Chat. Marc, deine Lieblingsspielform, Spielformen? Spielform ohne Tore, also klar, Rondo-Spielform. Und ich habe immer ganz gerne so das vertikale Spiel. Also ich habe ganz gerne dann relativ schmales Spielfeld gewählt, dann mit vertikalen Passspielen vielleicht mal den Ball in der Endzone zu bringen, wo auch die Spielrichtung dadurch halt vorgegeben ist. Und wenn man zum Beispiel die Endzone erreicht, dann hat sich sofort die Spielrichtung gewechselt, dann hat man ein bisschen Umschaltmoment noch ein bisschen mit drinne. Das war so als Trainer, die ich ganz gerne gemacht habe, oder vielleicht nochmal so ein Mehrfarbenspiel, so sechs, so drei Teams mit Felderwechsel, solche Sachen. Und eigentlich aufs Tor, klar, 4 gegen 4 ist keine Frage, doppelter 16er. Aber ich habe es als Trainer und auch eigentlich als Spieler ganz gerne gemacht, Umschaltspiel mit Tor Rücken an Rücken. Auch da mit verschiedenen Varianten, mit Wandspieler hinterm Feld oder mit zwischen den Toren kein Platz, zwischen den Toren einen großen Raum mit Räumen des, also oder mit in der Zone nur direkt spielen oder keine Frage. Ganz viele Variationen, also habe ich als Spieler zumindest ganz viele Variationen da erlebt und das habe ich eigentlich als Spieler immer ganz gerne gemacht, weil da auch der Torabschluss relativ nah kommt und schnell kommt und du auch den Gegner ein bisschen bestrafen kannst durch Faulheit. Ja, das war so als Spieler die Nummer 1. Echt, super, Nummer 1, sehr gut. Und Norman? Ich habe es mehrfach anklingen lassen und am Ende sind wir uns ja sogar alle einig. 4 gegen 4 ist so das Standardspiel, was wirklich am meisten Spaß macht, glaube ich. Ich spiele, habe ich vorhin auch schon gesagt, extrem gerne, habe es als Spieler so gespielt und jetzt als Trainer dementsprechend auch. 4 gegen 4 plus 4, also mit 4 Anspielern beispielsweise, die neben den Toren oder eben auch an den seitlichen Linien dann eben als Wandspieler dazu stehen. Das spiele ich sehr, sehr gerne. Heißt natürlich auch, wir brauchen 16 Spieler plus zwei Torhüter. Das kann man sicherlich auch mit 12 Spielern machen, dass man eben ein 4 gegen 4 plus 2 in der horizontalen oder in der horizontalen, nee, in der vertikalen oder als vertikale Anspieler dann eben hat. Das ist so mein absoluter Favorit. Was ich als Spieler sehr gerne noch gespielt habe, das war so diese typische Abschlussspielform. Im Abschlusstraining haben wir sehr, sehr häufig mit ganz, ganz engem Feld, schmalem Feld gespielt, einfach um extrem viele Abschlüsse zu bekommen, auch im 11 gegen 11 teilweise, je nachdem. Ich meine, klar, da waren wir im Profibereich, wir hatten dementsprechend viele Spieler und ja, waren dann quasi auch mit zwei Torhütern und so weiter immer gut dabei. Aber das hat mega viel Spaß gemacht. Viele, viele Zweikämpfe, wie gesagt, viel, viele Abschlüsse. Und in der Regel ging es dann eben auch darum, ja, hat Andreas auch schon mal angedeutet heute, in der Woche drauf dann eben ein Essen auszugeben oder ein Frühstück zu machen. Das waren so die Spielformen, die wirklich extrem spannend und auch extrem spaßig waren. Jung gegen alt ist immer wieder ein Thema gewesen zu meiner Zeit. Ja, das hat auch dann immer riesig Spaß gemacht. Aber da sind wir jetzt wieder weit weg von diesen Geschichten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber 4 gegen 4 plus 4, das ist so mein Highlight. Hey, vielen Dank. Dann schließe ich das Ganze mal ab. Du hast einen guten Satz gesagt, den vergessen wir ab und zu. Ist es jetzt sinnvoll oder nicht? Und wir legen auch unsere Trainerausbildung immer viel Wert auf Wettkampfnähe, Bezug zum Wettkampf und so weiter. Aber dass wir ab und zu mal den Kopf denken müssen, einfach mal machen, was Spaß macht, alt gegen jung, auch wenn es ganz fremde Positionen sind und so weiter. Das gehört auch mit dazu. Ich habe auch ein paar Spielformen in meinem Repertoire, wo dann Spieler außerhalb des Feldes auf einmal als Neutrale sind. Das gibt es ja in einem Punktspiel auch nicht. Aber Prinzipien werden trotzdem genauso bedient. Ja, von mir vielleicht abschließend Lieblingsspielform. Klar, alles im doppelten 16er. Im Übrigen, weil wir oft über den doppelten 16er reden, das gilt genauso logischerweise für die Kleinfeldtrainer hier. Also wir machen, gerade wenn wir Auswahl trainieren, U12, U14, in dem Altersbereich, ganz viel in diesem Kleinfeldstrafraum, doppelten Kleinfeldstrafraum. Auch da im 4 gegen 4, 4, 5 gegen 5 mit den gleichen Effekten, mit der gleichen Begeisterung. Also das finde ich extrem spannend und gut. Und ich mache das ganz gerne mit neutralen neben dem Tor, wo man immer wieder auch tief spielen muss. Du hast den Schwerpunkt Spiel in die Tiefe, du hast den Schwerpunkt Strafraumbesetzung nachlaufen, wenn der Ball tief gespielt wird. Das finde ich extrem spannend, klasse. Ich habe gestern bewusst nochmal, ich habe es schon angesprochen, auch mit zwei Spielerinnen gesprochen, Madeira nach vorne eingeholt. Die haben auch
Nochmal gesagt, auch 4-4 und die haben das betont, was der Andreas vorhin gesagt hat, Turnierform. Turnierform, Turnierform, Turnierform. Als Wettbewerb, wie auch immer. Da müssen wir über keine andere Provokationsregel oder irgendwas reden, Überzahl, Unterzahl. Das macht ihnen am meisten Spaß und das vergessen wir, glaube ich, ab und zu. Eine Form, die ich darüber hinaus seit ja, längeren auch ganz gerne mache, ist, wir können gerne beim doppelten 16er bleiben, wobei die Spielfeldgröße sich da gerne auch ändern kann. Nur, wir begrenzen das Spielfeld mit Hütchen. Ja, Seitenlinie vielleicht 4 Hütchen pro Seite oder nochmal auf der Torlinie meinetwegen 2 oder 4 Hütchen pro Torlinie. Und auf jedem Hütchen liegt ein Ball. Du hast also so im Endeffekt 10, 12, 14, das könnt ihr euch selber aussuchen, Hütchen, die das Feld begrenzen und auf jedem Hütchen liegt ein Ball, also 10, 12, 14 Bälle sind drumherum. Und dann spielst du in diesem Feld 5 gegen 5, 6 gegen 6, je nach Spieleranzahl. Und wenn ein Ball weggeht, also der Ball wird uns ausgeklärt oder er wird aufs Tor geschossen und geht vorbei, dann holt die andere Mannschaft einen neuen Ball, der noch irgendwo drumherum auf einem der Bälle liegt. Das heißt, du hast eine hohe Intensität, du hast ständig neue Spielsituationen, weil der Ball ist weg. Und die können überall den Ball herholen, von rechts, von links. Und ein Ball, der dann weggeholt wurde und weggeschossen wurde, der bleibt dann auch weg. Also irgendwann werden es immer weniger Bälle und dann ist das Spiel irgendwann vorbei. Ja, und da hast du eine sehr hohe Intensität, hast ständig neue Spielsituationen. Du kannst auch ein bisschen taktisch clever spielen, wenn mal ein Spieler nach rechts läuft zu einem Ball, einer nach links. Wer geht jetzt rein? Wo geht das Spiel jetzt weiter? Da passieren unfassbar viele Sachen, die Handlungsschnelligkeit schulen und die auch den Leuten sehr, sehr viel Spaß machen. Das vielleicht von mir und vielen Dank Marc und Andreas und Norman. Rondos aller Couleur liebe ich fast schon zu viel. Ich muss mit aufpassen, dass es nicht zu viel wird, aber also gerade das Thema Mittelfelderwechsel, wo es auch mal um eine Spielrichtung geht, wo es um eine offene Stellung geht, setze ich wahnsinnig gerne ein. Ich fasse jetzt mal die letzten 75 Minuten. Mal kurz reingrätschen, Christian? Ja, gerne, Andreas. Weil du die Spielform jetzt letzte erwähnt hast, ja. Da habe ich auch schon gemacht. Und wir haben das dann noch so gespielt, derjenige, der den Ball weggeschossen hat, muss den holen und muss den dann wieder auf das leere Hütchen packen, wo der Ball weggenommen wurde. Also da hast du dann nochmal eine neue Spielsituation, Unterzahl. Also dann natürlich, wenn du das Ding irgendwo in die Prärie schießt, dann auch immer bitter für den, aber... Das ist voll witzig. Der neue Ball wird dort weggenommen, wo quasi der am weitesten weg ist. Genau. Und Markus hat es auch gerade reingeschrieben, gell? Markus hat, ey, pass auf, habe ich auch schon gespielt. Ich finde das auch ziemlich geil, das Spiel. Gestern, die beiden Spielerinnen, und gesagt, das ist die größte Scheiße. Haben sie gesagt. Ey, wir hassen das Spiel. Wenn es schon aufgebaut ist, wir hassen das. Und ich habe jetzt auch eine neue Spielerin mit einer hohen Qualität. Und wir haben das Spielfeld aufgebaut, allerdings ohne Ball holen, sondern die dürfen einen neuen Ball nehmen. Und ihr hat auch gesagt, oh nein, wir spielen jetzt nicht das, wo wenn der Ball weg ist. Also das ist ganz spannend, wie das dann immer Trainer reflektieren und dann Spieler auf der anderen Seite sehen. Gut. Ich fasse das mal zusammen, nehme das mal so ein bisschen als Fazit und würde gerne nochmal das auch als Anstoß mit rausgeben an die knapp 100 Trainer, die heute hier dabei waren, dass wir uns alle wieder sensibilisieren, gerade im Nachwuchs, gerade in der Ausbildung. Aber wir haben es auch bei Andreas gehört, das sieht im Männerbereich, auch im Leistungsbereich nicht anders aus. Wenn es möglich ist, und es ist ganz oft möglich, das Spielen den Üben vorziehen. Das Spielen, den Üben vorziehen. Es muss nicht immer die Spielform sein. Es gibt auch gute Übungsformen. Es gibt auch ganz viele Gründe, warum es um eine Balance geht zwischen diesen beiden Sachen. Aber da würden wir euch gerne ein Stück weit sensibilisieren. Und habt den Mut, wieder hin zum freien Spiel zu kommen. Ich bringe mal eine Anekdote. Ich habe einen sehr guten Freund, Trainerkollege, der immer wahnsinnig akribisch Training plant. Und immer neue Sachen macht und taktische Sachen macht und Übungsformen macht. Und irgendwann, schon ein bisschen her, hat er die Zeit mal nicht zum Training. Ich habe jetzt nicht, pass auf, Turnier, lass jetzt einfach nur spielen. Das war die beste Einheit. War eine Mädchenmannschaft. Der Trainer war zufrieden, die Mädchen waren begeistert. Das war die beste Einheit. Wir machen uns so oft so viele Gedanken. Vergesst nicht, kleine Spielform, Wettbewerb, macht ein Turnier, bringt das regelmäßig mit rein. Andreas hat es gesagt, wenn das Dienstag oder Mittwoch regelmäßig, das ist immer das Highlight der Woche, auch bei den Profis. Und das ist im Nachwuchsbereich nicht anders. Deswegen Mut zum freien Spiel, Mut zum Turnier. Wegkommen von, ich muss jetzt 10 gegen 10 spielen, wir können das viel in kleinen Spielformen machen, da haben wir einiges euch ja versucht mitzugeben und ihr könnt Inhalte spielerisch vermitteln. Provokationsregeln helfen euch, das Ganze zu steuern und zu lenken. Passt nur auf, auch hier, die Dosis macht das Gift, es geht immer noch um euer Coaching am Ende des Tages. Und ich schließe das Ganze ab mit einem sehr, wie ich finde, passenden Zitat und ich denke, das trifft ganz gut auch den Kern der Sache. Freies Spielen lernt man nur durch freies Spielen.
Ich fand es unfassbar angenehm. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Norman. Vielen Dank, Marc, für den spannenden Austausch. Gerne öfters, lese ich hier schon. Gilt ja auch für uns. Macht Spaß, mal über Fußball zu reden und nicht nur über administrative Sachen. Ich wünsche allen, die hier dabei sind, eine Gesundheit in der aktuellen Phase. Gesundheit euch und euren Familien. Passt bitte auf euch auf. Eine ganz besinnliche Vorweihnachtszeit. Kommt dann gut über die Feiertage und wir hoffen ja alle, dass wir dann im Januar auch wieder Fußball spielen, nicht nur trainieren, auch Fußball spielen dürfen und dafür jetzt schon maximale sportliche Erfolge. Andreas, Norman, Marc, vielen Dank euch und allen Trainern und Trainerinnen. Schöne Adventszeit. Vielen Dank und macht's gut. Vielen Dank, euch auch. Danke.